Dann würde ich tatsächlich ihr die Stimme geben. So. Schauen wir mal hierher. Ach du meine Güte, das ist toll. Das ist die erste, die bei Dagobert sich mal hat ablichten lassen. Warum? Ach, weil sie es hier gekauft hat. Kann man die Kleider bei Dagobert kaufen? Ja, natürlich. Ich finde die Aufnahme klasse. Das gibt so richtig Raum, ne? Wisst ihr eigentlich, fällt mir gerade jetzt auf, wieso kann man eigentlich bei Dagobert nicht auf die linke Seite hier reinlaufen? Wieso ist das nicht programmiert? Das wäre, weil, wenn man das aus diesem Blickwinkel sieht, ist das ein unglaublich großer Raum. Man kann nur auf die linke Seite gar nicht reingehen. Kann man so auf den Ball gehen? Ja, natürlich. Es ist aber zu schlicht. Das ist wieder zu schlicht, meiner Meinung nach. Hier sollte man vielleicht irgendwie noch was Keckes dazu tun. Aber jetzt nicht für die Prinzessin, aber vielleicht für die Schwester von der Prinzessin ein sehr schönes, einfaches, sagen wir mal, einfach von der vom Kontrast her. Fehlt ein bisschen was noch. Was haben wir hier? Wieder der Klassiker, die Kutsche hier. Kann man so zum Ball gehen? Ja, kann man. Ihr steht es komischerweise. Und hat sie nicht genau die gleichen Elemente wie die Damen davor? Diese Krone haben komischerweise alle. War das irgendwie Vorschrift? Hat die. Ach, die Krone hat jeder gekriegt. Na, das war doch. War das nicht Teil aus dem Quest vom Vergessen? Ja, sehr schön. Muss ich ehrlich sagen, ihr steht's komischerweise sehr, sehr gut. Auch hier an Dekolleté, dieses Helle, wo dann so ein bisschen so runter geht und das Dekolleté so andeutet, sehr, sehr schön gemacht. Wem würde ich es jetzt geben? Ich würde eigentlich beide gerne Stimme geben. Ich gebe ihr mal die Stimme hier. So, warten wir mal kurz. Kommt noch was? Nichts mehr? Komm, eins geht noch oder zwei. Herausforderung mache ich morgen. Werde ich mich morgen früh hinsetzen? Meeresblick. Herausforderung des Dekors. Es ist an der Zeit, alles zu feiern, was mit der Sonne sowie dem Surfen zu tun hat. Da habe ich natürlich das Haus nicht dazu. Schade. Sehr, sehr schade, weil das habe ich mir. Habe ich das? Doch, ich habe es gekauft, oder? Ja, weiß ich nicht. Mit Strandtag. Schwierig, sehr schwierig. Lilo und Stitch, schöner Film, habe ich mir angeschaut. Stitch ist ein ganz süßer. Sonst gucken wir nochmal rein. Ah, kommt da was. So, lassen wir uns überraschen. Ja, lassen wir uns überraschen. Hauptsache, das Ding stürzt nicht ab. Oh. Okay. Leider wird Vanellope hier verdeckt. Ich hätte das Bild so nicht eingeschickt. Ich hätte das nicht so gemacht, dass sie verdeckt ist. Das ist ein Bild, was man nicht verschickt. Kann man so zum Ball gehen? Aber ja. Ja doch. Der kleine Kuscheli. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Ich sehe den zum ersten Mal. Aber der ist lustig. Das ist ein Dachs, oder? Dachs. Sagt man das? Waschbär? Waschbär, ne? Aus dem Wald der Tapferkeit? Kenne ich nicht, aber schön. Schade, dass sie das Bild nicht ja, mit Gesicht und voll Ansicht, weil sie hat hier so Sommersprossen. Sommersprossen sieht man sehr selten. Kleid passt sehr schön dazu. Ist halt schwierig, weil die Farbkombination ein bisschen schwierig ist. Aber auch die Handschuhe passen sehr schön dazu. Die grünen Haare, weiß ich nicht. Aber ist okay, man kann auf jeden Fall damit zum Ball gehen. Wo ist das? Das ist in den eisigen Höhen. Ja. Und das ist ja, das schaut ja schon fast ein bisschen aus wie Mutter Godel. Sehr keck, aber ich sehe nichts. Kann ich nicht abstimmen. Dann kriegt sie das Bild, weil ich sehe ja nichts. So, letzten Bilder. Warum lacht sie nicht? Warum lächelt sie nicht? Sie schaut ein bisschen aus wie wie die Schwester von Sherlock Holmes. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt. Auf Netflix läuft die, glaube ich. Wo Sherlock Holmes hat ja eine Schwester.
Und so schaut die aus, ein bisschen sehr streng. Diesen lila Haaren und diesen. Ach, das ist das Kleidungsset von diesem Sonderquest von Wally für die Damen. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Kann man so auf den Ball gehen? Nein. Das ist ein Geschäftsanzug, aber kein Anzug für einen Ball. Höchstens der Themenball heißt, zieh dich an. Für die Welt von Sherlock Holmes. Die kleine Kicke Vanellope. Wen haben wir hier? Hi. Rode Haar. Feuerrode Haar sogar. Sehr schön. Kann man so zum Ball gehen? Definitiv. Stimme ab. So. Komm, einen machen wir noch. Ist immer wieder cool. Sodala. Also. Ich kann mit diesem Anzug nichts anfangen. Ich weiß nicht, was soll das sein? Wenn es jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Kann man so auf einen Ball gehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Ball der Zauberer? Ja. Da hat sie Turnschuhe angezogen. Ja, also ich weiß schon, die Kombinationsmöglichkeiten sind schwierig in Disney Dreamlight Valley. Mond und Sterne. Mond. Und Sterne, das ist die Sonne wahrscheinlich hier, ne? Das ist ein Magieranzug, eindeutig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also aus welchem Themenbereich. Wenn das einer weiß, kann er das gerne mal reinschreiben, wo das herkommt und wann das war und aus welchem Sternenweg oder Pfad oder was auch immer. Wow, das ist erstmal ein heißer Hintergrund, da passt so ziemlich gar nichts zusammen. Sehr, sehr wilde Aneinanderreihung. Ich weiß aber, dass das bei Disney Dreamlight Valley alles ein bisschen schwierig ist. Was haben wir zum Kleid? Erstmal sehr schön. Das ist ein Sonnenkleid. Das ist ein warmes Kleid. Die Farben sind sehr warm, aber sehr gedämpft. Ich habe hier kein strahlendes Gelb, sondern das ist so ein sattes Sonnen, Blumen, Herbst. Gelb, auch hier die Farben von den Rosen natürlich und hier wieder die Zentrierung auf die Mitte. Und dann, komischerweise haben alle Damen meistens dann eine dunkle Haarfarbe und dunkle Augenfarbe, das ist so ein Braun. Kann man so zum Ball gehen? Ja. Ich finde es nicht abgestimmt auf die Haarfarbe. Gut, ich weiß ja, bei Disney Dreamlight Valley. Warum kann man denn nicht zum Beispiel, wenn man sich so ein Kleid kauft, hergehen und dann sagen, kann man daneben so ein Farbregister machen und kann sagen, ich kann die Farbe des Kleides individuell anpassen. Dann könnte ich, oder die Haarfarbe individuell anpassen. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Ausstatter wäre, würde ich sagen, sehr schön, auch dieses ganz schlichte Armband hier. Wunderbar. Wen nehme ich? Ich nehme hier die Dame auf der rechten Seite. Cool. Oha, haben wir jetzt schon öfters gehabt. Damen im Soldatenanzug. Die Statue von Prinz Erik. Das ist das Haus, das kleine Minischloss von Erik. Kann man so zum Ball gehen? Ja. Ist es hübsch? Ja. Passt sehr gut. Man sieht halt nicht das ganze Kleid, aber muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr schön. Auch sie hat angezogen einen Rucksack hier. Das verstehe ich nicht, wieso so viele auf die Idee gekommen sind. Sehr schön, wunderbar. Endlich mal ein Soldatenanzug, der auch einer Frau passt. So, gucken wir mal hier. Schade, dass ich nicht für beide abstimmen kann. Muttergudel. Das ist der ursprüngliche Zaun hier. Und anscheinend auch der ursprüngliche Weg. Kann man so zum Ball gehen? Kann man so zum Ball gehen? Das ist schwierig. Eigentlich würde ich sagen, nein. Das ist meiner Meinung nach ein etwas feinerer Sonntagsanzug für die Damen. Gab es ja früher, wenn man früher am Sonntag in die Kirche gegangen ist, hat man seinen besten Anzug angezogen. Aber für einen Ball
vielleicht, ich finde das underrated, also es ist zu schlicht. Aber von der Komposition her passt das wunderbar. Ne? Das ist halt hier eine Art von Anzug, dass das eben hier dann unten so aufgeht, in das Rot übergeht. Das ist ja anscheinend eine Überjacke. Okay. Puh, was würde ich jetzt da nehmen? Eigentlich würde ich beide nehmen. Ich möchte gerne beide nehmen. Ich würde gerne beide nehmen. So, Ladies, Gentlemen. Das war's. Das war's. Das Leben eines Schneemanns ist mit vielen Fragen verbunden. Welche Fragen hat denn ein Schneemann? Oh gut, du bist hier. War das nicht immer der Spruch von wem? Oh, gut, du bist hier. Nils, du bist älter und damit allwissend. Mach dich der Gedanke nicht nervös, dass nichts in dieser Welt von Dauer ist. Nichts ist von Dauer, nichts. Es gibt Philosophen, die sogar sagen, dass nicht mal Gott von Dauer ist. Mach dich der Gedanke nervös? Nein, alles ist vergänglich. Anna hat das Gleiche gesagt. Ich freue mich schon, so alt zu sein wie ihr beide. Da muss man sich nicht mehr mit so wichtigen Dingen rumschlagen. Was? Ich freue mich schon, so alt zu sein wie ihr beide. Dann muss man sich nicht mehr mit... Ja, je älter man wird, desto wichtiger werden die grundsätzlichen Fragen. Was glaubst du? Wie alt muss ich sein, damit alles auf der Welt einen Sinn ergibt? Mindestens 5. Ich muss so lange warten, bis alle meine existenziellen Sorgen gelöst sind. Wow. Das Erwachsenwerden dauert ewig. Die existenziellen Sorgen. Ja, da könnte man jetzt viel dazu sagen. Ne? Aber als Schneemann solltest du dich nicht mit den existenziellen Sorgen beschäftigen. Oh, danke. Oh Gott, wie cool ich dir geguckt habe. Ladies and Gentlemen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Danke. Tschüss.